Heute schaue ich mal, was so Leute für den neuen Huge Goggle Dragon in Pet Simulator X aus dem Exclusive Egg traden. Aber bevor das Video beginnt, lasst gerne ein Like und ein Abo da, das wäre ziemlich nice. Wir sind hier in der Trading Plaza und tatsächlich bin ich nicht. Ich gehe in die Trading Plaza und denke mir so, oh, ey, ich schaue jetzt erstmal, was Leute mir so gegen mein neues, cooles Exclusive zu traden, dem Huge Goggle Dragon, und auf einmal stehen da vier andere Leute. So, wir traden jetzt erstmal Leute an, zum Beispiel AWX Freddy. Und was gibst du mir gegen einen Huge Goggle Dragon? Eine Sockcat, 7 Milliarden gegen einen Huge Goggle Dragon? Nee, nicht unbedingt, Bruder. Das ist ein bisschen wenig, glaube ich. Ich habe immer noch keine Ahnung von diesen ganzen Preisen, aber ich kann euch sagen, dass eine Sockcat lange nicht so viel wert ist wie ein Huge Goggle Dragon. Was ist mit einer Keyboard Cat? Oh, eine Keyboard Cat, und er geht wieder raus. Er will ihn einfach gar nicht haben. Entweder ist er ihm zu hoch oder er denkt sich, wer braucht schon einen Huge Goggle Dragon? Gar keiner. So, Wonder. Ich keine Pocket in Dark Matter. Das ist... Nein, nein, Wonder. Kannst du mir mehr geben? More. Ja. Ja, ja, helle Stöcksloddles. Aber vier Stück gegen ein paar more. Ich will mehr, Wonder. So, legen wir uns in Dargold rein. Und Bobo Bobby. Oh, er hat ein paar Exclusive Pets. Fairy Queen ist ganz gut. Gargoyle Dragon normal ist auch ganz gut. Er hat ein paar Keyboard Cats und 3 Milliarden Gems. Ich würde es... Nein, nee, nein. Ich darf den sowieso nicht vertraden. Ich darf das Pet sowieso nicht vertraden. Aber nein, das nehmen wir nicht an. Außer ich würde jetzt so 3 Huge Pumpkin Cats in Rainbow bekommen. Okay, was haben wir hier? Wir haben 2 Astral Exolols in Rainbow Legendary. Ja, 404 Demons, bisschen Zeug, ein paar... Oh, jetzt kommen die Weihnachts-Dark-Matter-Pets wieder. Wir haben schon Hexen-Lols in Dark-Matter. 404 Demons in Gold. Ja, jetzt wird der ganze Müll reingeworfen. Ja, ja, jetzt nimm den Müll. Das sagt er mir gerade ins Gesicht. Oh ja, nimm den Müll an. Den willst du haben, oder? Komm, komm. Ja, Stack Dominos Strength 5, das ist gut. Komm schon, den willst du sicher haben. Genauso Vampire Bat. Ja, natürlich. Natürlich willst du ihn haben. Kraken. Steampunk Octopus. Oh ja, Big Mask, White Bunny. Das ist sicher. Und 218.000 Gems, das ist... Natürlich nehme ich das an, Mbappé. Sicher, sicher nehme ich das an. Das ist der beste Trade meines Lebens gewesen gerade. So, LCLC. Ist das der echte? The real LCLC? Astral Axolotl, einen Gold. Kommt da noch mehr? More? Also, irgendwie kommt da noch mehr LCLC? Du denkst doch nicht wirklich, dass das... Du denkst nicht ernsthaft, dass das möglich ist, oder? 1 Million Gems und 1.278. Leider ist das ein bisschen zu wenig, aber wer kann sie verübeln. Natürlich, es gibt immer die Leute, die nicht genug haben, um dafür was zu bieten. Ich zum Beispiel, ich habe nicht genug, aber wie wir alle wissen, sind sowieso unsere Huge Pets wertlos. Ein Sock Corgi, der ist gar nicht schlecht, und dann, oh, jetzt werden die Pets reingespammt. Schaut euch das an, wie die Pets hier reingespammt werden. Ja, Silver Stacks. Oh, komm, kauf meine Silver Stacks. Ich habe davon noch einige Rainbow übrig. Genauso Hexenlols. Diese schwimmen auch noch in meinem Inventar rum. Ich gebe dir jetzt einfach mein ganzes Inventar. Richman 123. Irgendwie bist du nicht wohl so Richman. Ha? Okay, Mr. Bro. Mr. Bro muss doch was haben für mich, oder? Ey, Mr. Bro ignoriert mich. Ignoriere mich nicht, Mr. Bro. Ignoriere mich nicht, Mr. Bro. Oh, Mr. Bro ignoriert mich. Nein, nicht Richman. Nein, ich will nichts von Richman. Richman hat nichts für mich. Ich will mal weiterschauen. Okay, John Wick. John Wick hat doch genug Geld, um sich hier so einen Gargoyle leisten zu können. Komm, Michael Dragonslay. Please. John Wick. John Wick, please. Oh, oder God Mode on off. God Mode on off hat das sicher was. Oh, Hellish Axolotls. 2 davon in Rainbow. Und einige in Gold. 6 Stück in Gold. Einige in Normal. 404 Demons in Dark Matter. Und jetzt kommt gleich wieder der Müll. Nein, knapp 1 Milliarde Gems. Aber, nee, sorry. Das ist mir ein bisschen zu wenig God Mode. Oh, John Wick hat angenommen. Ich liebe John Wick. Ne, Keyboard Cat. Das war's? Wow. Er schreibt einfach nur wow. I'm very sorry, I can't offer. No problem. Der war nett. John Wick ist nett. Und deswegen sind wir nett. Zurück zu John Wick, weil wir mögen nette Leute. So, wie ist mit Bamji? Oder XTR... Jiviash. Ja, Jiviash. Komm, trade mich an. Ein Empyrean Axolotl in Rainbow. Den kannst du ja auch einfach beim Merchant kaufen. Komm, noch mehr. Jiviash, los jetzt. John Wick würde dich ermorden für das Bett. Nein, bitte nicht, John Wick. John Wick, lass ich in Ruhe. Aber er hat gesagt, er kann nicht offen. Das war ein netter John Wick. Ja, der war gerade nett unterwegs. Komm, Volke, du hast mich gerade angetradet, Volke. 280 Millionen Gems. Also, du denkst, du kommst damit durch, Volke? Ganz sicher nicht. Bekommst du gar nichts von mir. Gar nichts. Jackson Smith. Oh, Wonder. Wonder hatten wir schon. Oh, Jackson Smith. Okay, wir haben 2 404 Demons in Dark Matter. Wir haben 5 Hexolotls in Dark Matter. Einen nochmal 404 Demons in Dark Matter. 3 4 Xanderpaws in Dark Matter. Jetzt kommen wieder die Weihnachts- und jetzt kommt wieder der Müll. Es kommt wieder der Müll. Es musste so sein.
Warum schmeißen die Leute immer ihren Müll rein und denken sich, oh ja, das ist gut. Und jetzt will er noch so 1 Million Gems oder so reinpacken. Oder war es das? Ja, 3 Millionen. 4 Millionen Gems. Ich hab's doch gesagt. Genau das kommt immer. Genau das kommt immer. Aber was soll ich machen? Was zur Hölle soll ich machen? Ich kann euch doch nicht einfach so die Pets for free geben. Außerdem kann ich euch die Pets gar nicht geben, weil es nicht mal mein Pet ist. Aber trotzdem, ihr wisst, also, das ist ein bisschen zu wenig. Jackson Smith, du hast noch eine Chance. Oh, diesmal sogar 4-4-0-4 Demons. Er haut alles raus. 5 Exolotls. 5 Zelda-Pots. Das ist von jedem eins mehr. Versteht ihr das, Leute? Versteht ihr das? Das ist von jedem Pet eins mehr. Das ist verdammt krank. Das ist immer noch viel zu wenig. Und sagen wir jetzt nicht... Oh, es gibt mir sogar noch die Hack Raccoons, die auch niemand will. Niemand will diese Pets. Warum soll ich Hack Raccoons wollen? Geh einfach weg mit deinen Hack Raccoons. Ich brauche keine 19 Stück oder so. Komm, gib mir noch die 4 Millionen Gems. Vielleicht sogar 5. Aber ich glaube, das davor war alles, was er hatte. Kommt da noch was? Da kommt nichts mehr. Gar nichts. Er will mir gar keine Gems mehr geben. Er denkt sich so... Oh ja, also dieser eine oder diese paar Hack Raccoons, die sind das schon wert. Safe, safe. Das ist so ein Huge Gargoyle sicher wert. Wir haben tatsächlich eine neue Trading Plaza, die auch voll gefüllt ist. Und ich sehe kein einziges Huge Pet hier. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Aber vielleicht haben die ja gute Exclusives, die das vielleicht relativieren. Wir schreiben mal in den Chat. Trading Huge Gargoyle Dragon. Und dafür soll ich doch ein paar Anfragen bekommen. So, wir bekommen Hock Dragons. 23 Milliarden Champs. Was ist bei dir los? Als wäre so ein Pockdrag 23 Milliarden Gems wert. Plus nochmal 230 Millionen. Aber dann sieht man, dass es gar nicht so gut funktioniert hat bei ihm. Ganz sicher nicht, Bruder. Ganz sicher. Mann, warum kommen die ganzen Leute? Pockdrag, Dark Matter, Pockdog, Pockcat. Die denken wirklich, die sind viel wert, die Sachen. Die denken wirklich, die Sachen sind viel wert. Ja, hellisch Axolotl. Ja, Mann. Geil. Ich will das alles nicht. Ich will gute Sachen. Please. Please gib mir gute Sachen. Komm, Phase 6 zum Beispiel. Da, du bekommst einen Huge Gargoyle Dragon. Aber was gibst du mir für einen Huge Gargoyle Dragon? Axolotl, 3 Xenopause. Nein, danke, Phase 6. Ich will gute Offers. Nicht Lightning Ninja. Please, nicht Lightning. Lightning Ninja, lass mich in Ruhe, Lightning Ninja. Also das ist so ein Typ, der hört auch nicht auf. So wie ich davor bei dem anderen Typen genauso. Maikauf. Was ist mit Maikauf? Er hat die neuen Pets schon mal. Ein Hydra-Axolotl, ein Axolotus, ein Xenopause, ein paar 4x4 Demons, Silver Stacks. Nicht schlechte Pets, würde ich sagen. Ganz okay Pets, aber da kommt, glaube ich, nicht mehr... Lass mich in Ruhe, Lightning Ninja. Wenn du mich noch einmal... Ich will meine Trades anschalten. Nein, Lightning Ninja. Ich hasse dich, Lightning Ninja. Ich hasse dich. Okay, Gregas als nächstes. Gregas. Was hast du, Gregas? Komm, ein Huge Gargoyle Dragon. Das ist doch sicher was wert für dich, oder? Du willst ihn doch haben. Ich fühle, dass du dieses Pet haben willst. Aber was gibst du mir dafür, Gregas? Das ist die Frage. Okay, Gregas gibt mir nichts. Naja. Dann Deadly Dex. Deadly Dex, was ist mit dir los? Du hast doch sicher... Oh, er hat einen kleinen Gargoyle Dragon. Das ist ja sicher ein guter Tausch. Ich glaube, den nehme ich mal an. Natürlich nicht. Hey, Deadly Dex, ja, ein hellisch Axolotl. 3, 4, 5. 5 in Rainbow. Dazu noch 3 von diesen Empyrean Axolotls. 5 Stück. 4, oh, 5, 6, 7. Aha, das ist gut. Aber mehr nicht. Ich denke, davon wird es nicht mehr. Naja, das ist schade. Das ist ziemlich schade. King Grain aber. Nein, King Grain will nicht. Nein, nicht Deadly Dex. Ich will nicht von Deadly Dex. Bitte lass mich. Flying Man, ja, genau. Hey, du hast Wicked Empyrean Dragon und Stray Keyboard Cat. Jeder will zurzeit die Keyboard Cat wegbekommen. Das merke ich auch auf unserem Discord. Ja, jeder will die Keyboard Cat wegbekommen, aber keiner bekommt sie weg. Das ist so dieses Ding, was Anton angesprochen hat. Die Keyboard Cat hat keinen Wert. Leute, geben ihr irgendeinen Wert, den sie sicher nicht hat, weil jeder mal versucht hat, oh ja, dieses Pet öffnen, ja, das wäre voll cool. Und jeder hat nur Müll gezogen. Und niemand will die Keyboard Cat. Keiner juckt sich für die Keyboard Cat. Und was gibst du mir gerade für Pets? Jelly Alien, Ghost Cat. Oh nein, die Ghost Cat, das ist ein Halloween-Pet. Das musst du annehmen. Das ist OP. Also, Ghost Cat, das gab es seit 5 Monaten nicht mehr. Und so lange ist das Spiel fast noch nicht mal draußen. Also, wenn du das nicht anbindest, dann hast du ein Riesenproblem im Pets Monate X. Weil du wirst diese Ghost Cat nie wieder bekommen. Und du brauchst sie für deine Pet Collection. Oh, die ist gar nicht in der Pet Collection. Was? Nein. Ein helles Axolotl in Gold. Nein, danke. Ich will nichts von dir, Crystal Boom. Bitte nicht. Bacon. Der ist neu. Simulator ist da auch neu. Nein, nicht Lightning Ninja. Nicht Lightning Ninja. Okay, Lightning Ninja. Gib mir was Gutes. Oh, er war der Typ. Nein, danke, Lightning Ninja. Ich habe genug gesehen. Master aber. Master muss noch warten. Schade. So, Master. Ein Huge Gargoyle Dragon. Oh, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie viele sind das? Kann ich mir nachzählen? Das sind so viele. Wie kann das so schnell Zeug reinwerfen? Ich verstehe. Okay, es sind knapp 14 von denen. Es sind 6, 404 Demons. Wie kann das so schnell Zeug reinwerfen? Okay, 2 Milliarden Chips. Das ist, glaube ich, sogar eines der besten. Oh, okay, auch nicht. Also, es war schnell. Das hat mich impressed. Das hat mich sehr impressed, Master. Wie kannst du so schnell Zeug reinwerfen? Ich kann das nicht. Okay, oh, der hat Stack Dog Snoop. Der ist gut. Otter ist auch okay. Nature Dragon, Otter.
Otter sind halt auch nicht viel wert. Aber Stack Dodge Noob, der ist gut Sachen wert, aber der Huge Goggle Dragon ist halt so viel mehr wert. Dann, wie wär's mit Carter? Carter, du gibst mir noch sicher irgendwas Gutes, oder? Komm schon, Carter. Komm schon, komm schon. Ah, irgendwas, irgendwas. Oh ja, die Pocket ist wieder dabei. Und dazu 9 hellish Axolotls in Rainbow. Kommen da noch Gems dazu? Oh, es kommen Exclusive Pets dazu. Nature Dragons, 2 Stück. Und die Keyboard Cats. Es sind so viele Keyboard. Keyboard Cats können verschiedene Enchantments haben. Das wusste ich gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass die verschiedene Enchantments haben. Und aufgerundet 10 Milliarden Gems. Würde sagen, tatsächlich eines der besten Offers bisher. Und alle waren schlecht. Ich habe nicht ein Huge Pet geoffert bekommen. Das ist schade. Aber was soll man machen? Ich will jetzt noch mit Bacon Bacon trainen. Please Bacon Bacon. Ich warte jetzt so lange, bis Bacon Bacon mit mir tradet. Komm schon, Bacon Bacon. Ja, Bacon Bacon. Und jetzt nimm an. Und du bekommst von mir einen Huge Goggle Dragon für dein OP Offer. Dein OP-Offer will ich hier sehen, Bacon Bacon. Gib mir bitte irgendwas. Also irgendwas. Hauptsache irgendwas. Oh, 20 Millionen Gems, okay. Ja. Galaxy Fox, Axolotl. Weißt du was? Du tust es mir leid. Ich mag dich, Bacon Bacon. Ich mag dich wirklich. Machen wir es so. Ich würde dir den geben. Und dann nimmst du... Oh, ich hätte ihn dir for free gegeben. Bekommst du ihn for free? Nimm ihn an. Nimm ihn an, Bacon Bacon. Du hast bis jetzt eine Stärke von... Ich sehe dich hier gar nicht. Aber jetzt kommst du vielleicht hier... Nein, du kommst trotzdem nicht hier drauf. Du bist schwach. Bacon, Bacon. Aber du bist jetzt stärker. Du bist jetzt stärker. Du wirst für immer stark bleiben. Can I have Huge Pet? Nein, danke. Nein, das ist mein Huge Pet. Also fast. Das war's aber an der Stelle jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut jetzt noch bei den eingeblendeten Videos hier vorbei. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und ciao.